Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich mache mal ganz kurz mal Licht hier. Irgendwie ist es so dunkel noch. Also, ich begrüße euch natürlich wie immer ganz herzlich zu diesem neuen Video und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Also, ich bin jetzt hier fertig, angezogen. Draußen haben wir Sommer wieder. Es ist relativ warm und mein Schnucki und ich müssen gleich eine Runde einkaufen gehen, weil ich nämlich von DM ein paar Sachen für Ash brauche, denn die fliegen heute weg. Sie fahren heute so gegen 12 zum Flughafen. Und dann geht der Flieger, glaube ich, so gegen 3:30, Viertel vor 4 ungefähr. Die fliegen ja nach Mallorca. Ganz spontan gebucht. Erster Flug. Bin ich sehr gespannt. Auf der anderen Seite habe ich aber auch schon wieder ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, um die Kinder. Aber nun gut, da muss man irgendwie durch, ne, als Mutter. Im Hintergrund seht ihr, ich habe die Couch noch nicht gemacht. Gestern Abend hatte ich überhaupt keinen Nerv irgendwie drauf, aufgestanden, ab ins Bett. Und jetzt würde ich mal sagen, räume ich so ein bisschen auf, bevor wir überhaupt losgehen. Und ich habe vor allem unser Bett noch gar nicht gemacht. Das muss auch noch gemacht werden. Gestern übrigens waren wir Brombeeren sammeln, einfach im Spaziergang. Ich glaube, wir waren 3 Stunden spazieren und haben zwei Becher mitgenommen an Brombeeren. Und daraus hat mein Schnuckibuki gestern die Marmelade gemacht. Also jetzt muss ich mal ganz schnell, bevor wir losdüsen, das Bett machen. Nach DM gucke ich gerade hier bei Ernstings Family. Guck mal, die haben hier wunderschöne Sachen. Ah, runtergesetzt auf 13,90 von 18 Euro. Und solche Schildchen. Voll hübsch. Schuki, brauchst du einen Ventilator zum Insektenabwehr oder zur Insektenabwehr? Und hier, das sieht auch schön aus. Achso, gut, das ist. Ah, ja, Getreide. Achso, übrigens, ich hatte irgendwann überlegt, diese Lampen hier zu holen. Die sind auf 11,90 soll es sein und 14,90 wollte ich mal aufhängen, aber 9,99 Euro. Achso, eine andere, größer und kleiner. Den Ventilator, den stellt man hin und den dreht der hoch. Ja, genau. Ja. So, Ventilator schon Also im Grunde ist der vielleicht doch gar nicht schlecht, weil der dreht sich über dem Essen. Ich dachte, das wäre so einer, der sich den Wind ins Gesicht pustet. Nein, dreh mal kurz mal. Auch runtergesetzt worden. 9,90 Euro. Okay, brauchen wir Aber, nicht. ja, das Ding ist, wir essen ganz oft draußen. Genau. Wir sind jetzt auf dem Rückweg und würden ganz gerne zum Bauern unser Fleisch holen, wenn die was haben, also wenn die was geschossen haben. Guck mal hier, Wildfleisch. Brombeeren, Brombeeren. Hier sind Brombeeren, das stimmt. Also die Brombeeren sind echt an jeder Ecke, ne? Relativ, guck mal da. Die sind ziemlich groß sogar. Ja, da auch. Ja. Ein paar Okay, sind da. wir haben aber unsere Schlüssel nicht. Oh, guck mal, das hätte sich echt gelohnt hier, ne? Ja. Ja, aber unsere Rucksäcke sind jetzt Und mir ist mittlerweile. aufgefallen, Ja. vor dicken Brombeeren, guck mal, da Ja. sind immer Spinnennetze, Ah ne? ja, okay. Das hängt Die bestimmt beschützen irgendwie das. zusammen. Auf jeden Fall wollen wir mal zum Bauern, gucken, was sie so haben. Mal, jetzt ist echt alles voll hier. Ja. Und hier, ich würde nicht sagen, also manchmal fragen wir uns so, wo wachsen die Brombeeren? Na, manchmal sind die klein, andere wieder groß und hier kommt nicht unbedingt die Sonne, oder doch? Ja, doch, Nein, irgendwann so mal ein richtig toll bisschen. ist das nicht. Aber Und so krass. trotzdem Also heute die hätten wir hier auch ein Brombeeren, Schüsselchen gekriegt. Tja. Ich weiß, wir nehmen irgendwo einen Hundekotbeutel leer. Nee, Die werden das doch hier lassen wir irgendwo mal schön verteilt, für die oder? Hunde. Ja. Bäh. Nee,
Ist schon überreif. Ja. Auf jeden Fall, wenn man so die Augen offen hat, hat man hier überall Brombeeren, die einfach umsonst hier rumhängen. Ne? Im Laden sind die relativ teuer, finde ich. Frühstück? Ja. Nee, danke. One for you. Wieso nicht? Möchte ich im Moment nicht. Die ist gut. Guten. Sinn nehmen. Nein. Wir sind hier an einem wunderschönen Ort. Das Wasser ist natürlich hier nicht so geil, hier vorne. Ne? Das ist halt recht grün. Aber ansonsten finde ich das hier wunderschön. Guck mal, die Felder sind auch schon abgemäht worden da hinten. Der Herbst kommt, dauert nicht mehr lange. Der habe ich schon mal sauberer gesehen. Ne? Ja, alles total verdreckt so ein bisschen. Ne? Aber schön ist es hier. Na gut, also 10 haben wir. Auf zum Bauern. Auf zum Bauern. Sonst kommen wir zu spät. Ja, genau. Wir kommen jetzt einmal an unsere... Ui, es ist ja alles nass. Der Rasen ist hier hoch. An unsere Apfelplantage. Hier sind Äpfel, die wir letztes Jahr auch gepflückt haben. Hier sind Birnen. Guck mal, wie groß die schon sind. Ja, na guck mal. Birnen sind groß, aber ich weiß nicht, ob man die essen kann. Ob die schon hart, ob die schon weich sind. Nein, die sind hart. Immer noch. Nee, die kann man... Puh, kann man nicht essen. Aber hier war so ein... Guck mal, Schnucki, hier ist ein Apfelbaum neben. Er war so ein bisschen mehlig. Warte mal, der hier. Und hier lagen eigentlich, liegen jetzt wieder, ganz, ganz viele Äpfel auf dem Boden. Ich glaube, das war aber also ein Apfel, den man schon etwas relativ früh essen konnte. Ja, die sind auch weich. Dann probier mal. Also ich glaube, der ist noch nicht reif. Er ist kein Äpfel, zu viel Kohlenhydrate. Also. Warte. Kann man nicht mal reinbeißen. Dann brauchst du... Kohlgarte oder was war das noch? Damit sie auch morgen noch kraftvoll zubeißen können. Sehr sauer. Ist noch nicht reif. Die Frau auf dem Wochenmarkt meinte, ungefähr Oktober sollen die Äpfel. Ja, das ist noch zu früh hier. Da sind zwar auch nicht welche dran, aber das zeigt ja auch, dass keiner herkommt, um die zu pflücken. Ne? Aber teilweise sind die auch schon im Rot, ne? Die sind auch nicht gut. Nee. Oh ja, voller Würmer. Na gut. Also der erste Baum, bei dem die Äpfel lecker waren, ist der hier. Aber die sind klein dieses Jahr. Die waren letztes Jahr so groß. Okay, weiter geht's, Schnucki. Durch die Zecken hier. So, nur noch eine Packung Wurst haben wir. Das war's. Hier sind schon ein paar neue Kartoffeln, habe ich gerade gesehen. 200 Kilo, 5 Euro. Sieht auch ganz gut aus, eigentlich. Wir müssen jetzt jemanden rufen und fragen nach dem Fleisch, ob wir das haben. Eier sind auch alle, werden aber gerade geliefert. Es gibt kein Fleisch. Und auch nach Wurst wollte sie gucken. Aber vielleicht nehmen wir eine Packung mit. Wir gucken gleich. Ja, ist ja noch eine. Nee, sie wollte gucken, ob wir was haben. Wir sind zu Hause. Jetzt geht's hier mit dem Vlog weiter. Ich habe alle Sachen verteilt. Jetzt gibt's für uns gleich Frühstücke. Die Kinder machen sich aber jetzt schon auf den Weg, sagte Max. Die wollen ein bisschen früher los irgendwie, ne? Ja, die wollen früher los. Und Ash hat schon die Sachen... eingepackt? Na? Startklar? Fast. Fast, okay. Nehmt ihr mich mit? Ich will auch mit. Ich will nach Mallorca. Die ignorieren mich voll. Ja. Wieso? Hört man mich? Wir Hallo? Ja, guck mal. Wir haben gerade ein kurzes Kofferproblem. Ja, ja, okay. Was denn? Zu klein, der Koffer. Mama, zu klein? Wo ist mein Portemonnaie? Erwartungsvoll will Leo irgendwas. Was ist denn? Was ist denn los? Was ist denn? Wir spielen. Na, guck mal, wir spielen. Das ist langweilig. Komm her! Ja, wir haben Ash gesagt, er soll kurze Hose anziehen, weil da ist es noch wärmer, da ist es über 30 Grad und Max wollte irgendwas in Ashs Koffer sogar packen, weil die fahren nur mit einem Koffer, ne, Ash? Die haben nur einen Koffer für zwei und ja, Max... Mit einem Koffer nur. Ja, nur einen Koffer. Warum nehmen die einen Koffer und packen dann bei mir Sachen rein? Ja, weil das bei denen zu schwer ist. Ich glaube, ich meine sogar, dass es vielleicht sogar nach Gewicht geht, oder? Dass man nur bis zu einem bestimmten Gewicht seinen Koffer beladen darf. Ha? Ach so. Die haben nur einen. Packen Sie da 40 Kilo rein. Ja, genau. Also auf jeden Fall. Und wenn Christi gibt's ein Kofferproblem gerade. Wenn du nehmen musst, dann ist das halt zu schwer. Dann kriegst du die. Nein, du bekommst nur die Kulturtasche von denen. Schlucker kriegst du. Schlucker. Ja, Schnucki. Ja. Schnucki, wollen wir gleich mal essen irgendwie? Oder Ash, hast du gefrühstückt? Ach so. Moisi, hast du gefrühstückt? Ja. Soll ich die Wraps machen? Okay. Alle startklar! Wer hat denn von euch beiden mehr? Wer kriegst ihr oder du? Wir haben einen Koffer. Ja, einen Koffer. Eigentlich muss man noch Koffer so packen. Ein T-Shirt für dich, eins für mich.
Christi, du nimmst nur Bikinis mit. Christi, nimmt nur Bikini mit. Hast du Handeln drin? Nein. Also die zwei Sachen, die wiegen über 4 Kilo. Echt? Warum? Sonnencreme, Parfüm, Deo. Sonnencreme braucht man nicht, nur einfach Shampoo. Ja. So, und du bleibst bei uns, ne? Du kleine Frechdachs. Ihr merkt schon, dass wir weg wollen. Ja, na, ihr packt die Koffer. Ja. Sitzt im Koffer. Echt? Ja, in der Tüte, was ist das? Ja, gerade eben ist er nicht runtergegangen, weil, weiß ich nicht. Oh Mann. Leo. Christi, ihr Ding, ihr fahrt in Urlaub. Ja. Und du verbringst die ganze Zeit nachher damit, diese ganzen, das sind ja mindestens 20 Tuben mit irgendwas für die Haare. Ja, sonst werden die trocken vom Salzwasser. Salzwasser und Chlor wahrscheinlich, wenn es in den Pool geht. Dann, weißt du, in Dänemark, da mussten wir Conditioner extra kaufen, damit unsere Haare wieder weich sind. Ne? Das sind doch nur 5 Tage. Also ja, genau. Zeit, alles wieder ja, und Christi kommt zurück und die Haare stehen zu Bergen nachher, so wie auf Salz. Ja, abgebrochen, genau. Kurz, guck mal da. Ach ja, genau. Braucht ihr keine Handtücher dann, oder? Ach so, okay. Von uns. 4 davon. Also Ash hat 10 Kilo, 14 Kilo. Man darf 20, sagt Max. Ja, genau. Okay, ja gut. Dann 14 sind 4 von euch, 10 von Ash. Ash ist sehr... sparsam. Sehr sparsam. Sie und ich haben nur einen Koffer. Das nehmt ihr mit. Mit der gleichen. Das ist für Ash. Ach so, das ist Ash. Wir haben nämlich nicht genug Koffer für jeden. Nee, genau, eben. Wir haben nicht 3 Koffer. Nee, genau. Das sind Trollys. Nein, Koffer. Oh, jetzt geht dieses System los. Wir müssen Chris und ihr uns einteilen. Du verstehst einfach nicht. Ich reg mich gar nicht auf. Wer sie aufregt, bist du. Ja, weil du es nicht verstehst. Wir haben 2 Koffer und wir sind 3 Leute. Und die sind ein Pärchen und ich brauche meinen Koffer alleine. Ja, also du sagst doch zu Gummistiefeln auch nicht, das sind Sneaker, oder? Zu Gummistiefeln sagst du auch nicht, dass das Sneaker sind, oder? Das sind moderne Kofferschnucki mit Rollen. Das sind Sneaker, Gummisneaker. Na gut. Ja, genau, das Problem hatten wir letztes Mal auch, weil für Adrian ist Koffer eine ganz andere Sache als jetzt für uns alle irgendwie. Koffer ist so typisch von früher Koffer, ohne Rollen. Das ist hier natürlich so ein Trolley oder so, ne? Koffer-Trolley. Das ist so wie Hasen und Kanickel. Und ja, so. Genau. Das ist so. Irgendwie, Koffer ist der Oberbegriff. Ja. Aber... Das ist halt ein Trolley. Ja, ja. So, Ash hat, glaube ich, alles jetzt. Na, hast du... ja, ich hoffe, dass alles hat. Ja, aber da gibt es bestimmt noch günstigere. So, es ist hier gerade so ein bisschen hektisch alles. Ash hat so eine Bauchtasche jetzt mitgenommen, wo er sein Portemonnaie drin hat. Powerbank. Handy hast du mit? Ja. Kamera hast du eingesteckt? Ich hoffe, dass er nichts vergisst. Guck mal, hier ist auch schon alles da. Ja. Geht los, ne? Mhm. Ich sag schon, irgendwie gefühlt so ein bisschen hektisch alles irgendwie gerade, ne? Weil irgendwie Koffer und ja, die Kinder verreisen mit diesem großen, der ist richtig geil. Richtig schön groß, ne? Nein, sieht cool aus, aber könnt ihr den überhaupt schleppen? Ja. Das ist schwer, oder? Und was wiegt der? Geht? 40? Jetzt 19. Ah! Man darf 20 Kilo, glaube ich. Das kannst du kaum tragen, das Ding. Okay. Das kann man ja kaum tragen hier, 20 Kilo. Das ist wie so ein Sack Erde. Erde ist 40, 50 Kilo Schnucki, was du nicht tragen kannst. 20 Kilo ist ganz leicht eigentlich. Na gut, guck mal, und Leo guckt schon. Und was ist in dem anderen da? Das ist auch noch Eier. Das ist Ash. Aber der habt ihr nur einen mit? Ja, auch für 2 Leute. 2 Leute und Ash sein. Habt ihr dieses Ding damit? Dieses, den Ort da? Ja? Ich glaube nicht. Achso, okay. Eigentlich, ich weiß nicht, je nach Gesellschaft darf man das gar nicht. Ah, okay, ist nicht überall erlaubt, dass du so ein AirTag ist, da siehst du immer, wo der Koffer ist. Achso. Wenn er verloren geht. Ja, geht los. Na. Ne. Fertig? Koffer, vorsichtig. Ja. Leo, tut. Halt. Hast du das Auto gestartet? Nee, ne? Hä? Auto schon gestartet? Nein. Irgendwo, oder kriegen wir was? Das Auto. Achso. Schicker Trolley. Das ist Koffer? Kein Trolley, das ist ein Koffer. Warum sind eigentlich. Und alles, Kamera? Was du nachher da vor Ort nicht hast, kannst, jetzt kannst nur du kaufen. Genau. Ash hat das Gefühl, dass er was vergessen hat. Zahnpasta kannst du dir da kaufen. Ja. Zahnbürste kriegst du auch notfalls. Klamotten, falls du zu wenig hast. Du aber die Kamera, schauen. Die kostet dann da richtig Geld. Ja, genau. Die kämen sonst zu wenig. Ja. Ja. Na, dann mal los. Hast du alles eingepackt? Ja. Bestimmt, ne? Ja, safe. Und, vermisst ihr Ash schon? Ja, also ich hab Angst um euch alle jetzt, ne? Ihr habt noch was vergessen. Ja, Fallschirme. Falls das Flugzeug abstürzt, dass ihr... Wow. Ab nach Malle! Na gut, also die Kinder wollen los. Wir wollen los, ja. Leo? Könnt ihr bitte mal vorsichtig fahren? Ja. Ciao. Und vorsichtig fliegen. Jetzt hab ich um euch alle Angst. Ja, ciao. Kriegen wir hin. Warte, lass mich wieder schnell anfangen. Ja. Heute geht's in den Urlaub, und zwar
verabschieden wir uns ja gerade alle. Jetzt hast du auch wieder alles drauf gehabt. Sorry, warte. Auf jeden Fall, heute geht es in den Urlaub und wir sind gerade hier dabei, uns alle zu verabschieden. Es geht nach Mallorca. Unser Flug ist wann? 15 Uhr. 15 Uhr und es ist jetzt gerade irgendwie halb zwölf und wir müssen auf jeden Fall los, deswegen. Ja, könnte ich mal so mit dem Fahrrad dahin fahren. Ja, also ich habe Angst. Ja, eben. Tschüss. Grüße. Ja. Könnt ihr bitte mal, du hörst bitte auf Max und Christi. Ja, du tust das alles, was sie sagen. Ja. Du gehst nicht allein irgendwo hin, du trinkst nichts, du rauchst nichts, du. Leute, wir fahren jetzt los auf jeden Fall. Jetzt geht's erstmal nach Hamburg zum Flughafen und dann. In Flieger. Oh Mann. Ciao. Denkst du dran, diese Kamera hat nicht überall Mikros, ne? Leo. Magst du Leo Leckerli geben oder so? Ja, Leo, komm, Leckerli. Leo, komm, Leckerli. Das wäre doof, komm, wenn du das aufnimmst und redest, dann hast du die ganze Zeit das Mikro zugedeckt. Tschüssi. Ciao. Ciao. Oh, zeig dir nochmal, wo das Mikro ist bei der GoPro. Oben, weißt du, wo es ist. Nur oben? Ja. Oben ist ein Loch. Hier und da darfst du nicht drauf fassen, dann. Ja, da. Das ist alles. Ciao. Was ist vorne? Ach ne, vorne ist Entlüftung hier für Mikro oder was? Fahrt vorsichtig bitte, fliegt vorsichtig, ne? Ja, ja, wir können auch richtig viel dafür, dass wir vorsichtig fliegen. Ja, ciao. Nein. Ja. Ciao. 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 Schaut euch das mal an, mein Schnucki hat uns so einen leckeren Joghurt gemacht. Also die Kinder sind jetzt weg und wir frühstücken. Guck mal, was da alles Leckeres drin ist. Du hast hier einmal Walnuss. Mhm. Sonnenblumenkerne. Genau, komme ich nicht drauf. Sesam, Himbeeren, Erdbeeren und eine Brombeer-Honig, ich weiß nicht, wie jetzt was, Marmelade ist das wohl nicht, oder doch? Nee. Also, wir frühstücken auf jeden Fall. Mit Flohsamenschalenmehl. Ah, das auch noch. Ja, die, genau hier. Na gut, also, guten Appetit. Beide gleich. So. Und du, mein Freund, hast den Leckerli aufgegessen, ne? Ich hatte ihm gerade so ein Hähnchen geholt. Also, guten. Es ist kurz vor 12:30. Ich habe gerade angefangen, so ein bisschen hier aufzuräumen, denn Ashs Zimmer musste aufgeräumt werden. Er hat ja alles so hinterlassen, quasi wie er gefahren ist. Übrigens, zwischendurch bekomme ich mal die Kommentare, ob er nicht alles alleine machen kann. Also sei es jetzt Bett beziehen oder Bett machen und so weiter. Im Grunde macht er das ab und an, mal, wenn ich das sage. Wenn ich es nicht sage, einmal hat es gemacht. Also es ist halt selten, also dass er von sich aus sagt, so, ich mache jetzt mal mein Zimmer oder so. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Es werden natürlich jetzt ganz, ganz viele von euch eine andere Meinung haben. Ich habe es bei Max auch nicht anders gemacht. Also ich habe für Max, bis wir hier eingezogen sind, vor 3 Jahren, da war er 16, 17, habe ich alles für ihn gemacht. Kann sein, dass es falsch ist, ja. Aber ich finde es nicht schlimm. Er macht jetzt alles alleine. So, und Ash ist sogar für sein Alter, also wenn ich jetzt beide vergleiche, damals Max mit 13 oder Ash, Ash macht mehr als Max damals. So, das heißt, wenn ich sage, mach bitte mal dein Zimmer oder räum das Zimmer bitte auf, macht er das. Aber nur, wenn ich sage. Diese Woche hat er es alles sogar freiwillig gemacht. Wir sind nach Hause gekommen und sagte, Mama, ich habe alles aufgeräumt. Bett gemacht, Sachen weggeräumt und so weiter, Müll entsorgt. Und genau, also es sind sicherlich von euch, die andere Meinung sind, ja. Ich finde es beide Seiten ganz okay. Und daher, wie gesagt, ich habe jetzt, seitdem die jetzt hier alle fluchtartig das Haus hier verlassen habe, ich gedacht so, okay, ich räume jetzt mal das Zimmer von Ash auf, habe ich auch schon gemacht, also angefangen. Und es ist nicht viel, ich muss nur noch einmal das Bett machen. Und der kleine Freund hier, was ist denn los, Leo? Er hat sich nicht gerade gelegen und will aber jetzt irgendwie was von mir. Naja, also ich mache jetzt einmal zügig das Bett und das Zimmer dann auch schon soweit fertig. Also ich wollte nur mal Staub wischen, genau. Einmal durchwischen, vielleicht saugen. Decke ist geil, ne? Unser Schlafzimmer habe ich auch gemacht. Das ist auch alles soweit fertig. Hatte ich vorhin ja schon gemacht. Habt ihr schon gesehen, ne? Habe ich sogar aufgenommen heute. Und genau, so. Na gut, also ich würde sagen, schnell an die Arbeit. Mein Schnucki ist draußen. Er macht den Deckel jetzt fertig, dass ich den nachher irgendwie streichen kann. Ich habe gesagt, wäre ganz cool, wenn du vielleicht heute schon mal so ein bisschen alles fertig machst. Dann ist nämlich die Kiste auch völlig, komplett durch, also fertig. Und dann kann ich sie auch streichen, weil sie muss noch einmal einen Anstrich bekommen. Dementsprechend, ja. Wäsche liegt hier auch. Erst wollte er hier in Jeans losfahren. Ich habe gesagt, es ist sehr warm draußen. Genauso wie auf Mallorca sind es auch über 30 Grad. Ich ziehe mich auch noch mal kurz um, weil das Kleid stört mich gerade. Und genau, Wäsche waschen muss ich heute nicht. Habe ich noch nicht genug. Aber wie gesagt, ich mache ein bisschen Haushalt und ich weiß nicht, ob ich heute streiche, wahrscheinlich eher nicht. Ich denke, die Tage dann
Genau, na gut, also ich mache mal ein bisschen hier weiter. Süßner steht da. Guckt. Durchsaugen wollte ich auch nochmal. So, ich habe jetzt tatsächlich erst Zimmer fertig gemacht, sauber gemacht, überall Staub gewischt. Ihr glaubt nicht, wie viel Staub auf dem Schrank, hinter der Couch. Ich habe es jetzt nicht gefilmt, ich wollte euch jetzt nicht langweilen, ehrlich gesagt, weil ich heute Morgen ja schon euch gesagt habe, wie ich das Bett mache und so weiter. Und ich denke immer, das ist manchmal ein bisschen zu viel. Also, ich habe das jetzt hier alles soweit fertig. Staub ist gewischt, gesaugt. Ich will es nur einmal gleich den Boden wischen. Alles andere ist fertig. Ich habe seine Schulunterlagen weggeräumt, nicht weggeschmissen, einfach nur in das Fach unterm Bett bei ihm. Ist ja sein Schulfach sozusagen, da packt er halt neue Hefte, Hefter, Stifte und sowas rein. Und da sind jetzt auch die Unterlagen aus dem alten Schuljahr gelandet. Genau, ich habe jetzt überall alles gewischt, sauber gemacht. Das Zimmer ist schon mal fertig. Dann mache ich gleich Tür zu und dann ist das hier schon mal durch. Ich habe jetzt hier alles soweit fertig. Bin nochmal im Flur dabei. Leo habe ich jetzt ein paar Leckerlis auf dem Rasen verteilt, der jetzt sucht. Er ist ein bisschen beschäftigt, er mag den Sauger nicht. Deswegen habe ich gedacht, kann er draußen ein bisschen suchen. Die Kinder sind zum Glück am Flughafen schon mal angekommen und warten auf ihren Flug. Max meinte, die sind total schnell durch. Und das Ding ist, dass er, da ist kaum was los am Flughafen. Also, nun gut, mal gucken, ob er schon doch seinen Sitz am Fenster irgendwo bekommen kann. Leo. Ja, also ich mache hier nochmal gleich Schiff und dann kann ich auch schon wieder Mittag machen. Draußen ist es relativ warm, die Sonne scheint. Adrian hat sich gerade hingelegt, er ist, glaube ich, fertig mit dem ganzen Schrauben. Ist auch schon 2, deswegen ja. Der Flug geht ja, habe ich schon gesagt, in ungefähr 1,5 bis 2 Stunden. Na gut, ihr Hübschen, also ich mache hier nochmal alles zu Ende und dann gibt es auch schon wieder Mittag. Mein Schnicki und ich haben gerade ein bisschen gelegen. Es ist 4:30, die Kinder fliegen gleich los. Max hat mir sogar Bilder geschickt. Guck mal, hier ist Ash einmal zu sehen. Und wir sehen, da sitzen die. Ah, voll cool. Also, ja, die fliegen gleich los. Max, jetzt habe ich alle. Leo, was ist? Wir waren mit ihm draußen die ganze Zeit gerade. Ja, du, was ist? Du siehst da was, ne? Er sieht da. Von der Leckerlis. Hier. Hast du schon aufgegessen? Na dann mal los, mach's jetzt. Bitteschön. Ja, also ich habe noch nicht mal was zu essen gemacht. Adam meinte, er hat gar keinen Hunger jetzt. Ich habe Wassermelone gegessen von den Kindern und die haben sie runtergebracht. Die war nicht so jetzt unbedingt lecker, also ging. Und jetzt habe ich die Tomaten gegossen. Also generell die ganzen Pflanzen im Gewächshaus. Will aber gleich die Tomaten abpflücken, weil die müssen runter, die müssen wir dann essen. Und wo bist du hin? Und dann habe ich mir überlegt, ich habe ja noch Pflanzenerde über, also Pflanzen und Palmen. Weil wir draußen lassen. Oder? Jetzt habe ich da Erde über und da würde ich gerne, ich habe noch einen Topf, meine Palme umtopfen. Und zwar diese hier. Wisst ihr, dass sie in einem etwas größeren Topf ist. Ich guck mal, ich hoffe, dass ihr das nichts ausmacht. Deswegen, ja, dann kommt sie aus ihrem Originalkarton raus. Aus dem Original-Töpfchen raus und ich bin gespannt. Also ich hoffe, dass es alles gut geht. So, los geht's, ne? Also draußen ist es sehr warm bei uns. Ich lag gerade auch in der Sonne und irgendwie ist es wirklich heiß. So, Leo wollte gerade raus. Er liegt da irgendwo im Schatten und isst sein Leckerli. Ich gebe jetzt einfach mal so ein bisschen was hier runter. Ich weiß ja nicht, die Palme braucht ja nicht unbedingt ich. Ist ja nicht so, dass ich heute alles sauber gemacht habe, ne? Jetzt hantiere ich hier mit der Erde. Ja, aber eigentlich müsste das gehen. Oder habe ich sogar noch einen Topf über nachher. Also. Und ich muss ehrlich sagen, oh, guck mal, die wächst da schon raus. Oh je, wie soll ich das denn machen? Ich muss Topf aufschneiden. Mist. Okay. Ich muss einmal ganz kurz den Topf aufschneiden. Sieht das nicht wunderschön aus? Im Endeffekt, ich musste das irgendwie aufschneiden, den Topf.
Allerdings habe ich auch ein paar Wurzeln quasi beschädigt. Ich wusste nicht, wie ich aus diesen Löchern diese Wurzeln rausbekommen soll. Ne? Ich hoffe, dass das nicht so schlimm war. Ansonsten weiß ich auch nicht. Also wäre natürlich so schade, wenn sie jetzt irgendwie eingehen würde. Ne? So, Leo, lass mal. Ich würde mal ganz kurz was zum Wegsaugen. Ja. Aber ansonsten, wie gesagt, finde ich das schon besser in so einem Topf, als halt ewig in diesem Plastiktopf. Na, Leo? Mm-mm. Nicht so lecker. Das Ganze ist so jetzt geworden. Ich habe mir gedacht, ich werde die Palme so ein bisschen nach darstellen. Nicht so in die Ecke gequetscht. Ich weiß nicht, also ich fand, dass sie dann doch am Fenster relativ gut stand. Wahrscheinlich, weil da direkt das Tageslicht ist. Aber mein Schnucki muss dann immer wieder, wenn er natürlich Fernsehen guckt, immer wieder zur Seite schieben. Ja, naja, ich lasse jetzt mal da stehen. Ich habe auch Erde halt in diese Pflanze nochmal dazugefügt und auch da hinten. Weil irgendwann mal, wie gesagt, ist Erde so ein bisschen weniger und ich hatte noch was über. Deswegen, genau, der ganze Dreck ist weg, ne? Ja, ich bin gespannt, wie Ash den ersten Flug finden wird. Er sitzt am Fenster direkt, konnte man ja sehen. Ich habe Max nochmal gefragt, ich so, sitzt er jetzt am Fenster? So, ja. Wahrscheinlich, weil da nichts los ist im Flugzeug. Zu wenig Passagiere wahrscheinlich und dann konnte sich jeder wohl einen Platz aussuchen, schätze ich mal. Ist nur meine Vermutung. Na gut, ihr Hübschen, also, ich gehe jetzt mal kurz raus, wobei die Sonne schon wieder weg ist. Und ich muss noch Blumen gießen. Und eigentlich bin ich ja, oh, ich habe das Gefühl so, man macht eine Sache, dann auf dem Weg dahin siehst du die andere Sache und dann kommst du aber ab von der, die du eigentlich gemacht hast. Eigentlich war ich im Gewächshaus. Na gut, ich gehe jetzt mal schnell nochmal die restlichen Pflänzchen gießen. Für mein Stückchen für mich mache ich jetzt einmal eigentlich unser Mittag-Abendbrot. Für Adrian Wildwürstchen. Das sind schon fertig. Und hier brate ich mal, oder versuche ich zumindest, das hier anzubraten. Ich kenne das gar nicht. Wahrscheinlich ist es Indisches, oder? So, Biber, keine Ahnung. Papadumpf. Das sind solche Fladen, die man einfach so eigentlich. Oh, da muss noch mehr Öl wahrscheinlich rein, ne? Die müssen frittiert werden. Ich muss da noch was nachkippen. Und hier hat mein Schnucki schon ganz lecker Knobi gemacht für uns. Ich habe für mich einen Salat gemacht und zwar Gurke, Tomate, Frühlingszwiebeln, normale Zwiebel und Radieschen und alles mit Schmand vermischt. Und das ist der Teller von meinem Schnucki. Einmal ganz normal, ich hatte noch Reste Eisbergsalat. Wir haben keinen Salat mehr. Reste Eisbergsalat mit ganz viel Gemüse, Frühlingszwiebeln, auch Zwiebeln, Radieschen und Mozzarella. Knobi und dann kommt dann immer Wurst drauf. Ich glaube, ich muss das hier noch mehr mit mehr Fett frittieren, ne? Ja, also kippe ich nochmal nach. So, hier schon mal Teil Nummer 2. Ich habe das Öl nachgekippt und so verformt sich das Ganze so. Also noch mehr Fett will ich nicht reinkippen, ne? Auf jeden Fall, Teil 1 ist schon mal fertig, ist recht fettig. Guck mal. Keine Ahnung, ob das alles so schmeckt. Die Teller sind fertig. Guckt euch mal, ich glaube, ich weiß, was das ist. Also, ich hatte das ja doch beim Inder auch gekauft. Das war Kichererbsen, so eine Art Kichererbsen-Curry oder Curry-Kichererbsen, wie auch immer. Und dann gibt es auch dieses Brot da immer zu kaufen. Und das ist das. Und das schmeckt sehr gut. Ich habe es probiert, es schmeckt sogar besser als das andere. Also, auf jeden Fall gibt es für uns gleich Abendbrot Mittag. Leo liegt hier noch und die Kinder haben sich noch nicht gemeldet. Mal gucken, es ist jetzt 20 vor 6, also wir essen jetzt erstmal Guten. Leo und ich gehen jetzt eine Runde raus, eine Runde Gassi. Es ist jetzt kurz nach 6, die Kinder sind gelandet. Ich bin so beruhigt, das ist richtig gut. Und wir gehen jetzt eine Runde spazieren. Ich habe gerade schon geduscht, habe mein Adam meinte, willst du so raus im Nachthemd? Aber es ist ja kein Nachthemd, es ist mein Kleid. Übrigens, der Ausschnitt, den müsste ich mal zunähen. Ich habe jetzt hier so ein Sport-BH an, aber jemand hat mir geschrieben, ob das jetzt eventuell vielleicht hinten sein kann. Aber nein, hier hinten ist doch das Schild. Deswegen kann das schon gar nicht sein, ne? So, Leo, dann komm mal her. Oh, wir haben es gegessen, übrigens diese indischen, steht da sogar drauf. Fladen waren super lecker. Im Grunde schmeckten die wie Chips, nur nicht salzig. Und war wirklich lecker. Komm her, Leo. Auf jeden Fall haben die sehr, sehr gut geschmeckt. Jetzt bin ich irgendwie voll, weil wir ja heute auch gar nicht zu Mittag gegessen haben. Das war ja irgendwie nur gefrühstückt.
Hey, was hab ich gemacht? Warte, ich muss auch mal Leo kurz hier, warte. Leo, komm mal her. Du bückst mir raus, komm mal her. Ich habe übrigens auch alle Blümchen schon gegossen, das habe ich schon mal erledigt. Tomaten noch nicht gepflückt, aber was habe ich denn hier gemacht? Ich mache das aber gleich. Die Sonne scheint. Guck mal, eigentlich hatte ich heute vorgehabt, auch noch mal ein bisschen Rasen zu mähen, ne? Mit dem neuen Rasenmäher. Den haben wir aber noch nicht aufgebaut. Also ich denke morgen. Aber morgen haben die gesagt, 50% Regenwahrscheinlichkeit. Das wäre ja nicht so geil. Na gut, ich würde sagen, wir düsen noch mal ganz kurz. Nehme ich überhaupt auf? Ja. Eine Runde mit Leo. Leo, komm weiter. Weiter. So, guck mal, wir haben hier ein Maisfeld. Das ist auch schon ganz gut. Jetzt muss ich gucken, ob irgendwie hier von der Seite kein Hund kommt. Nee, weil das ein ganz schmaler Weg ist. Leo, alles gut? Du schneidest alles auf mich drauf. Komm. Komm. Das ist auf jeden Fall hier ganz, ganz viel Mais. Ich wollte mal. Die Luft draußen ist so schön. Mal ganz kurz meinen Schlüssel. Richtig schön angenehm. Nicht so heiß. Ich habe schon überlegt, wenn ich zurückkomme, lege ich mich mal ganz kurz nochmal in die Sonne. Mein Schnucki lag ja heute schon relativ lange, länger als ich, weil ich so viel zu tun hatte irgendwie. Und auch der Akku ist gleich leer. Na gut, also wir düsen hier jetzt eine Runde. Wir hatten gerade Glück an diesem Maisfeld da, weil ein Hund kam und der nächste kam raus. Also wir waren gut durch, weil ansonsten ist in diesem schmalen Gang halt eben ein bisschen kritisch gerade so. Ah, da, der andere. Ja, komm. So, da geht's jetzt wieder rein. Das Krasse ist, wir haben einen Nachbarshund, Golden Retriever. Das ist so ein ruhiger, lieber Hund. Der heißt auch Leo, in groß halt. Und die können sich über, also der kleine Leo tickt immer aus, ne, bei dem Großen. Der Große ist ja recht gechillt, aber kleine, weiß nicht, irgendwie mag er ihn nicht so gerne. So, wir sind jetzt gleich zu Hause. So, ich habe jetzt alles aufgeräumt. Jetzt muss ich nur noch mal gleich gucken. Ich habe auch die Liegen schon hier drauf gelegt. Ob ich die Wäsche abnehmen muss, ob die jetzt trocken ist oder nicht. Aber es sieht gut aus. Das war nämlich sehr, sehr warm bei uns hier, bis auf Ashs Hose. Die ist natürlich jetzt ein bisschen dicker, die Jeans. Ich gucke gleich mal. Also einen Teil kann ich schon mal davon abnehmen. Herzlich willkommen zurück auf der Feierabend-Couch, ihr Lieben. Also, ich habe gerade eben noch mal ganz schnell den Balkon, also Blumen gegossen oben. Es war alles knochentrocken, weil es heute recht warm war. Und durchgesaugt, weil da von den Blumen halt eben irgendwas runtergerieselt ist. Aber die Betonien sind noch richtig wunderschön oben auf dem Balkon bei den Kindern. Das ist richtig cool. Also, es ist jetzt hier Feierabend. Ich bin sehr erleichtert, dass die Kinder gut angekommen sind, gut gelandet sind. Und ja, bin gespannt. Ich frage gleich nochmal, wie es denen so geht. Die sollen jetzt mal aber ankommen. Und ansonsten würde ich sagen, war es das jetzt hier von mir oder von uns mit diesem Video. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Vlog. Und bis dahin, passt auf euch auf. Bis dann. Tschüss. We'll be right back.